Naja, doch, man sieht auf jeden Fall einen Blutfleck. Und man sieht hier einen Weg hier oben. Ich habe mich beim ersten Mal spielen richtig abgemüht, da zu versuchen hochzuspringen und habe es auch irgendwann mal nach 20 Versuchen geschafft. Es gibt allerdings einen einfacheren Weg. Zwar viel einfacher. Nämlich einfach, wie hier auch schon steht, Sprint voraus. Nein, sicher nicht. Genau, dann passiert nämlich sowas. Wir wollen hier ganz vorsichtig runter, genau. Zuversicht wird benötigt, ja, tue ich auch. Können dann hier runter hüpfen. Und können da an den Drop ran. Und natürlich auch an den hier hinter uns. Hier ist nämlich gleich mal schon mal eine Klerikerglocke. Wenn wir irgendwann mal Wunder wirken wollen, dass wir gleich an sie rankommen. Und ein Fernglas. Ja, Fernglas können wir gleich mal hier in die Second Hand ausrüsten. Wenn wir es denn mal brauchen sollten, um uns umzuschauen. Was wir nachher gleich auch machen können, sobald wir mit dem blauen Ritter gesprochen haben. Übrigens, das Königsschloss ist das da hinten. Jenseits des Waldes, da hinten, also den schwarzen Turm, den wir sehen können. Und ja, sie hat gemeint, es gibt hier einen blauen Ritter, mit dem wir reden können. Übrigens gab es auch einen blauen Ritter in Demon's Souls, also der hat richtig blau gefunkelt. Hier tut das nicht. Und es gab sogar ein Gegenstück zu ihm in Dark Souls 1, nämlich der entmutigte Mann am Feuerbandschrein. Übrigens, hier ist die Anzahl der Tode weltweit. Das sind 100, das sind 1000, 122 Millionen Tode schon weltweit. Ja, ist doch ein bisschen was. Und auf der anderen Seite stand mal für die DLCs vom Hauptspiel Text. Aber hier steht nur, dass die Buchstaben bis zur Unerkenntlichkeit zerschlissen sind. So, hallo du, was hast du uns zu sagen? You're undead, aren't you? You have that distinct scent. The smell of irreversible fate. This is Majula. It is a kind of settlement. A place where life is almost normal. And in Drang Lake these days, there are very few places like that. Ja, kennt ihr die Stimme? Das ist wirklich der Questfallen Warrior vom Feuerbandschrein. Auch von der Stimme her. Und auch von seiner Haltung her. Ich werde übrigens ziemlich viel Parallelen in dem Let's Story hier ziehen zwischen Drang Lake und Lordwyn. Einfach weil es ziemlich viele Orte gibt, die sinnhaft ähnlich sind den Orten aus Dark Souls 1. So wie Majula zum Beispiel jetzt hier dem Feuerbandschrein ähnlich ist. Sinnlich ähnlich. Also das Zentrum des Reiches. Reden wir mal weiter mit ihm. I am Solden. And like you, I lost everything. And now I'm here. You probably heard that it was possible to break the curse here. Well, that's not true at all. There's nothing here for you, me or anybody. Ja. Also er ist schon mal richtig entmutigt und will uns auch gleich klar machen, dass wir es gleich erst versuchen bräuchten. Wir sind verdammt. Aber wir geben nicht auf. Und hier sehen wir außerdem auch ein hübsches Viadukt, zu dem wir später auch noch kommen werden. Aber erstmal weiter mit ihm reden. Do you know much about souls? Even I'm not certain, but I'm told that the soul is the essence of life itself. Anything living, sentient or no, supposedly has one.
What we call the curse is traceable to the soul. Do you see what that means? To be alive, to walk this earth. That's the real curse, right there. We undead will never die. And that's quite a predicament, really. Ja, da hat er nämlich recht. Wer immer wenn wir sterben, tauchen wir beim letzten Leuchtfeuer auf. There are four beings in this land with giant souls. And wherever you go from here, you'll sooner or later come up against them. Each has a powerful soul and a terrible curse. If that frightens you, then you ought to just give up right now. Like I have. Ja, er lacht gerade über sich selber. Und ja, er hat gerade nochmal die vier Wesen erwähnt, die auch die Smaragdbotin hier unten erwähnt hat. Nur er hat hinzugefügt, dass jedes dieser vier Wesen einen Fluch trägt. Also damit meint er nicht, dass das Wesen selber verfluchen kann, sondern dass das Wesen wirklich verflucht ist. Also die Wesen haben etwas in ihrer Vergangenheit getan, für was sie verflucht wurden. Auch wenn sie mächtige Seelen in sich tragen. Und das ist auch das Leid, was wir suchen sollten, was sie gemeint hat. Denn diese großen verfluchten Wesen enthalten viel Leid. Enthalten viele Seelen, wie auch immer. Okay. Do you ever cry out for help? The journey of an undead is long and treacherous. You'll face invaders from other worlds at every turn. If you need help, why not proclaim faith in the Blue Sentinels? When you face danger, the Blue Sentinels will come to your aid. Protection is yours, if you wish. You need only accept their kind embrace. Ja, wir können unseren ersten Eid leisten. Das machen wir auch gleich mal. Einfacher nur erstmal, um den Ring zu bekommen, den wir dafür kriegen. Weil jeder Eid gibt einem sofort, wenn man ihn leistet, das erste Mal einen Ring. Und der Ring ist eigentlich ganz praktisch. So. Wir sehen jetzt oben neben unserem Lebenspunktebalken, dass wir da ein Symbol bekommen haben, nämlich den Eid, in dem wir sind. That is a wise decision. People are weak, but the Blue Sentinels watch over us in their benevolence. Let the Sentinels cradle you in their embrace. Ja, wir haben jetzt einen Ring gekriegt. Den können wir auch gleich ausrüsten, nämlich den Eidring für Apostel des Blauen. Erhöht die Trefferpunkte leicht, was gar nicht mal so schlecht ist. Sind zwar im Augenblick nur 30 Punkte, ist aber besser als nichts. Ja, ist nicht wirklich viel. Also die Trefferpunkte-Ringe, die wir am Anfang hätten auswählen können, wären ein bisschen besser gewesen. Gut, was hast du uns noch zu sagen? Feel lonely here. It suits me just fine, as I've nothing left anyway. It will grow on you, this place. Give it some time. Mhm. Also erstmal können wir von ihm eine Geste lernen, nämlich die Willkommensgeste. Schon mal sehr nett. Den Eid haben wir bereits geleistet. Wir können mit ihm sprechen. Also jetzt weiter mit ihm sprechen. Und das sollten wir auch machen. Der hat nämlich noch ein paar nützliche Informationen. Do you see the way beyond the bonfire? That will take you to the forest of the giants. There was once a great fort, but little of it remains. You may just find something there that will be of use on your journey. But don't venture too far inside, or you might not come back.
Ja. Das ist schon mal der erste Hinweis auf ein Gebiet, was wir aufsuchen können. Der Wald der gefallenen Riesen. Hades Tower of Flame lies beyond the far gate. In the cathedral, the Apostles of Blue gather. But the road leading there is perilous. The gate is rigged with some contraption. But how it works, I just don't know. Mhm. Er hat uns noch einen Ort genannt, nämlich Hades Flammenturm mit einer Kathedrale, wo sich die Apostel des Blauen versammeln, also die, die uns jetzt beschützen werden. Have you seen that pit, that gaping hole in the earth? I don't know what it's like down below, but I wouldn't suggest trying to find out. Besides, you'll never make it down there. Not without a ladder of some sort. Mhm. Damit hat er uns schon mal den dritten Ort genannt, wo wir weiter gucken können. Nämlich das Loch hier in Majula. The flame you see there is a bonfire. They exist all across the land, beacons to we undead. If you are tired, try resting beside the flame. The flame heals us. Ja, das wissen wir bereits. Long ago, a woman called a firekeeper watched over each bonfire. She kept the flame lit and guarded it from those who would extinguish it. I wonder where the firekeepers went. Naja, drei Stück sitzen in der Hütte nicht weit von hier. Und das ist alles, was uns sagen kann. Peace on your journey. Also ich weiß, aus Erfahrung, dass es gleich wieder von vorne losgehen würde, wenn wir nochmal was fragen würden. Okay, er hat uns also drei Orte genannt. Nämlich einmal können wir hier den Weg hinterm Leuchtfeuer nehmen, wo ich ja gerade schon mal kurz hingegangen bin. Der führt irgendwo in diese Richtung. Da sehen wir auch schon den Wald, von dem er gesprochen hat, und die Festung da hinten. Dann hat er von Hades Flammenturm gesprochen. Der ist hier drüben zu sehen, inklusive Kathedrale. Also da ist der Leuchtturm, das da drüben, das größere Gebäude, ist die Kathedrale. Aber das meiste ist im Wasser versunken. Und da hinten ist das Loch, von dem er gesprochen hat. Gut, mit ihm haben wir uns unterhalten. Es gibt allerdings noch mehr Leute hier in Majula, die Interessantes zu sagen haben. Erstmal will ich mich umgucken. Hier liegt hier nämlich bestimmt noch irgendetwas. Jo, hier. Seele eines normlosen Soldaten und drei Lebenssteine. Also ja, Seelen behalte ich erstmal vor, bis wir das erste Mal wieder hierher zurückkehren werden. Verlorener Untoter, namenloser Soldat. Mhm. Und ja, hier ist der nächste Mensch. Versucht Hinterteil, ja. Who are you? Oh, it doesn't matter. Just help me open this door. I packed my tools in here, seeing it was vacant. But now somebody's gone and locked the door. Also ja, er scheint, so wie er aussieht, ein Schmied zu sein. Auch wenn er schon ein bisschen grün ist. Also langsam anfängt auszuhöhlen. I'm a blacksmith. I'm nothing without my tools. Bring me that key. Chop, chop. Ja, er braucht dringend seinen Schlüssel, sonst kann er nicht an seine Schmiedewerkzeuge ran. Das ist natürlich schlecht für ihn. So, da wäre ein weiterer Gang. Der würde nach zur Hades Flammenturm führen. Und, aber ich möchte erstmal hier rein. Und wir sollten wirklich die Orte erst in der Reihenfolge besuchen, die er uns genannt hat. Also hier lang gehen wir erst als zweites. Nicht als erstes. Genauso die Grube machen wir auch erst als drittes, sobald wir die anderen beiden Wege völlig ausgeschöpft haben. Man sieht, da unten ist Loot. Man sieht aber auch, da unten ist der Tod. Okay. Wir können
diese Hütte hier betreten.